mein erstes richtiges Rennen. Auf einer richtigen Rennstrecke. Mit anderen Teilnehmern, mit Safety Car. Im Team mit Lukas und Marlon. Ich war super gespannt. Ich dachte, wir hätten echt Chancen. Doch dann kam alles anders. Blackies am Start und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder in Oschersleben. Wir haben... Die Bikes sind schon ordentlich am Gas geben. Wir haben den zweiten Tag. Wir sind gestern eine Quali gefahren. Wir haben ordentlich Gas gegeben. Wir haben einen guten Startplatz rausgefahren. Was haben wir? 7 oder so? 6? Wir haben Startplatz 6 rausgefahren. Und die Leute machen sich schon warm. Unsere Maschinen fahren, werden schon warm gemacht. Und ich würde sagen, wir fahren auch raus, denn wir fahren jetzt eine Warm-up-Runde und dann geht's schon los mit dem 4-Stunden Endurance Cup. Viel Spaß dabei. Jetzt geht's los, ich bin unnormal aufgeregt. Wir fahren jetzt erstmal an den Start, machen die Startausstellung. Wir machen nämlich einen Le Mans-Start. Wir sind, glaube ich, auf Platz 6. Die Zeit habe ich rausgefahren. Ungefähr eine 1:36,8 oder so. Recht geil. War noch mehr drin, aber ich bin dann auch ein bisschen ruhiger geworden. Es hat ein bisschen abgenommen, ein bisschen abgebaut, weil Lukas einen kleinen Sturz hatte. Was heißt kleinen Sturz? Einen richtig üblen Sturz. Ihm geht's gut, ihm ist nichts passiert. Ich blende kurz ein paar Aufnahmen von ihm ein, wie das aussah. Genau, und das war natürlich hart, übel für ihn. Ich fahre übrigens ganz entspannt jetzt hier, ne? Also auch nicht mal mit Hang-Off und so, einfach nur eine Einführungsrunde. Alles ganz easy. Die Storm Grips, die wir rangemacht haben, bringen es richtig. Also hier die Kleber, super geil. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade Bullshit rede. Hier kann man über die Curbs rüber, weil ich bin echt durch den Wind, richtig aufgeregt. Das ist mein erstes Rennen und wie gesagt, Lukas ist gestürzt. Das Bike ist recht im Arsch. Ich hoffe, ihr hört das noch bei knapp 200. Genau, und deswegen fahren wir jetzt mit einem Bike. Es ist ja ein 4-Stunden-Rennen im Dreierteam. Jetzt sind wir nur noch zu zweit und mit einem Bike. Wegen Tanken und Fahrerwechsel und so, das wird echt schwer, echt heftig, bin mal gespannt. Also ich bin jetzt auf dem 6. von 25 oder so, aber ich werde direkt weit zurückfallen, denke ich.
Und bin einfach mal gespannt. Boah, wenn ich das schon sehe. Wir fahren mit Safety Car. Alles, es ist echt verrückt. Aufgeregt. So, jetzt geht's los. Das ist Safety Car. Ich bin auf jeden Fall jetzt so kaputt schon und so außer Atem und so aufgeregt. Das heißt, ich bin jetzt raus und drehe nochmal aus dem Off. Und damit herzlich willkommen hier aus dem Off. Ich wusste nämlich schon, als ich in dieser Situation war, ich kann keinen Gedanken fassen und ich weiß nicht so richtig, wie ich reden soll. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das ein bisschen nachzukommentieren. Die Idee habe ich echt übrigens von Felix, also von Dena. Das habe ich bei seinen Autorennen immer richtig gefeiert. Und hier frage ich mich gerade, wie man eigentlich stehen muss, weil ich rechts und links sehe, manche stehen mit dem linken Fuß auf der Ziellinie, auf der Seitenlinie, und manche stehen mit dem rechten Fuß drauf und haben den linken schon auf der Strecke. So oder so wie die. Und ja, hab keine Antwort mehr bekommen und wusste dann auch wirklich nicht, wie ich es machen soll. Hab mich einfach nach vorne gestellt und hab einen richtig guten Start bekommen. Spring direkt aufs Bike, krieg es auch direkt an und fahr los und überhol direkt ein. Ich bin auf den 7. Platz gestartet, hab einen weiteren innen überholt und gebe jetzt Vollgas, um nicht den Anschluss zu verlieren, weil die vorne geben besonders viel Gas. Sie wollen natürlich nach hinten zum Feld ein bisschen Abstand aufbauen und da darf man dann nicht den Anschluss verlieren. Hier muss man die anderen kopieren, die Linie nachfahren, ein bisschen ghosten, um da einfach gut dran zu bleiben. Und hier komme ich direkt aus der Kurve besser raus und kann den 5. innen gut überholen. Bin selber jetzt auf dem 5. Platz und kriege die nächste Kurve ein bisschen weit aus. Man hört es hier, ich bin mit der Fußraste leider am Boden, weil ich die Körperposition nicht richtig gefunden habe. Und bin aber trotzdem wieder dran. Jetzt kommt eine Triple links. Das ist eine sehr schwere Kurvenkombination, weil es sich immer wieder nach außen und nach innen trägt. Und man fährt sie eigentlich wie eine Kurve. Danach bremst man stark an, hier in die Rechtskurve. Und der vor mir verhaspelt sich da ein bisschen, kommt nicht richtig klar. Und ich kann so ein bisschen aufschließen. Denk, vielleicht komme ich vorbei, traue mich dann doch nicht, weil er mich ja nicht sieht. Es gibt keine Spiegel und wenn er dann nach innen zieht, dann passiert mir so ein Unfall. Mir ist natürlich der Crash von Lukas im Kopf geblieben, der genau an dieser Stelle war. Und trotzdem überhole ich hier innen, weil einfach die Gixxer über 200 PS hat und ich einfach am Gas Hahn ziehen kann und so weit rauskommen. Hier kommt eine Rechts-Links-Kombination und ich bin auf dem 4. Platz, was mich selber zu der Zeit richtig erstaunt hat, dass ich einfach von 25 Teilnehmern auf dem 4. Platz war. Das hat mir natürlich super Mut gegeben. Ich hatte super Selbstbewusstsein und habe alles gegeben. Hier richtig, richtig tief rechts, fast mit dem Kopf am Boden und jetzt mit Vollgas raus beschleunigen. Also das ist wirklich eine der Stärken der Suzuki, dass die einfach voll viel Kraft hat und man super beschleunigen kann. Spät angebremst, richtig eng in die linke Kurve und dann rechts in die schöne 180-Grad-Kurve. Schön nach außen treiben lassen, wieder nach innen treiben. Und so verfolge ich hier die anderen. Das Feld dehnt sich ein bisschen. Ich habe natürlich nach vorne und nach hinten ein bisschen mehr Abstand, weil die Spitze natürlich super, super, super schnell ist. Also an die ersten zwei bin ich nicht rangekommen. An den 3. Platz bin ich rangekommen. Es ging um Rundenzeiten natürlich. Und wer am meisten Runden in diesen 4 Stunden schafft. Ich war zwischenzeitlich sogar auf dem 3. Platz, obwohl ich den 3. nie überholt habe, weil ich einfach eine schnellere Rundenzeit hatte oder erst schon eine Pause gemacht habe. Und so bin ich jetzt meine ersten 30 Minuten durchgefahren, bis es zum Wechsel kam. Und ja, ich würde sagen, ich gebe euch noch ein bisschen Bikeporn und dann sehen wir uns nach dem Rennen wieder. Viel Spaß! Stunden haben wir das Teil jetzt gequält.
Vollgas, Vollbremse, Vollgas. Jetzt selbst am Ende hat man gemerkt, dass der Reifen ein bisschen schmiert, aber ich muss mal sagen, dass dieser Reifen absolut pervers ist. So gut, also echt geil. Der hat kaum geschmiert, bei wenig Traction Control, bei Dauerbelastung. Und das jetzt, wo am Ende noch die Sonne rausgekommen ist und so, echt Wahnsinn. Also der ist noch nicht mal unten. Man könnte den noch weiterfahren. Aber ja, wir sind jetzt fertig. Lukas ist auch noch ein bisschen mitgefahren, obwohl er gestürzt ist, was super gut ist. Wirklich, richtig gut. Du bist noch geile Zeiten gefahren. Um die 1,40. Der Start war geil, wie ihr das gesehen Mega. Habt. Ich war kurz auf dem dritten Platz. Ich bin eine 1,35 gefahren. Aber es ist halt echt so. Wir machen das nochmal professionell. Die Leute steigen um, tauschen den Transponder. Und die brauchen 10 Sekunden. Wir müssen auf einem Bike, wir müssen das tanken. Die Bremsen, wir haben Standardbremsen, laufen so heiß, die verlieren einfach an Leistung. Du merkst einfach, dass irgendwann nicht mehr geht. Noch eine Runde weiß ich nicht, ob ich das. Ich wollte jetzt am Ende noch einen Wheelie machen, ging nicht, weil der so leer ist, dass der gestottert hat bei Vollgas. Richtig krass. Aber ja, war auf jeden Fall drauf. Mega geil. Echt? Ja. Hat super Spaß gemacht. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass es allen gut geht, dass es Lukas gut geht, dass bei dem Sturz nichts Schlimmes passiert ist. Dem anderen auch. Dem anderen sowieso. Nochmal, ich durfte nicht anhalten, obwohl ich die gesehen habe. Man muss weiterfahren und warten. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht in dem Video zu sagen. Wir werden das auf jeden Fall nochmal machen. Und Dorian, dann werden wir das nochmal machen? Werden wir das nochmal machen? Ja, ich hoffe doch, oder? Und dann mal mit drei Fahrern. Und drei Mopeds oder zwei Mopeds. Mit zwei. Damit es einfach besser läuft. Aber wie gesagt, hat super Spaß gemacht. Ich finde es wahnsinnig, dass der Reifen das durchhält. Echt absolut krass. Geile Organisation, hat wieder richtig Spaß gemacht. Und ja, ich denke, nächstes Jahr, wenn wir auch viel Rennstrecke fahren, werden das dann früher Bescheid geben. Falls ihr auch mitfahren wollt, Termine euch buchen wollt, dann sagen wir auf Instagram immer Bescheid, dass ihr dazukommen könnt. Man kann hier schnacken, reden, miteinander Fotos machen. Aber ich bin jetzt erstmal so fertig, muss aus der Kombi raus, duschen. Dann müssen wir noch packen. Es gibt noch eine Siegerehrung, wir haben natürlich gewonnen, ne? Erster Platz, klar. Und dann fahren wir nach Hause. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen schönen grammatikalischen Fähigkeiten. Wenn ihr habt ein Däumchen, wie immer ein Träumchen und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace. Und auch rein, ihr Landfahrer.